Das hier könnte Kautos Quartier sein. Spitze der Abtei. Monde von Eora. Ausgewählte Korrespondenz von Gabenbringer Eden. Das ist definitiv zu lang, um es zu lesen. Au, au, au. Machst du das jetzt? Tagebuch des Oberabts. Dieses Buch scheint mehreren Zwängen zu dienen. Es sind Notizen zu Ritualen und Routinen in der Abtei. Es finden sich Passagen aus unterschiedlichen Texten mit persönlichen Anmerkungen, außerdem intensive Beschreibungen von Träumen. Viele scheinen rein symbolisch, aber ein Eintrag ist interessant. Es ist lange her, dass ich von dem Anstieg geträumt habe, doch nun, wo es bald ein weiterer Anstieg bevorsteht, ist schon das 5. Mal diese Woche. Vielleicht kann ich sie zur Ruhe betten, wenn ich sie hierher kanalisiere. Ich schreite durch die Hallen des Schweigens. Ich spüre vor allem Seitenblicke, zornige, rachsüchtige Blicke. Ich ordne die Tafeln an und krümme meine Hände zum Zeichen der Gezeit. Die rechte als die Welle, die linke beschreibt mit den zwei äußeren Fingern den Halbmond. Der Weg öffnet sich mir. Ich steige die Stufen hinauf und Ondras Zeuge ist hier angebracht. Das alte Aspergill, um die Ventile zu steuern. Ich verwende ihn wie einen Hebel und das Wasser steigt an. Ich höre zornige Schreie. Als ich meine Ohren bedecke, werden sie noch lauter. Aber das Wasser steigt weiter, viel weiter als es sollte. Ich steige so hoch hinauf, wie ich kann, aber ich spüre es an meinen Füßen eiskalt. Dann steht es über meinem Kopf und ich kann nicht atmen. Plötzlich stehe ich vor dem Reliquiar und blicke auf den Schleier der Tränen. Ich habe den Zeugen in der Hand und der Schleier teilt sich. Ich schreite hindurch und in den einzigen Ort in der Abtei, an dem ich mich sicher fühle. Nur trete ich in völlige Dunkelheit. Ich rufe um Hilfe, ich schreie und brülle um Hilfe. Niemand antwortet, ich verstumme. Ich sitze in der Dunkelheit und warte eine Ewigkeit. Dann merke ich weiß nicht, wer ich bin. Okay. Die Abtei ist riesig. Was habe ich hier alles verpasst? Die Abtei ist riesig. Ich muss herausfinden, wo sich das Reliquiar aus der Erinnerung des Undriten befindet und dann hineingelangen, um diese Armee aufzuhalten. Kaoto, der Abt, der in der Vision von den Undriten gesprochen hat, scheint zu wissen, wie man es betreten hat. Der Oberabt, glaube ich, sei die Gezeitenbringerin. Er will mir das Reliquiar zeigen. Zuvor muss ich allerdings eine Rezension vervollständigen. Kaoto hat mir geraten, die Bibliothek und die Wandmalereien draußen zu studieren und mit Gabenbringern zu sprechen, um Einblicke zu erhalten. Ich habe mit einem Gabenbringer gesprochen, der mir gesagt hat, dass alle vergessenen Dinge Ondra gehören und dass alle Dinge, die Ondra gehören, vergessen werden. Außerhalb der Abtei gibt es ein Wandgemälde, das die Phasen der Gezeiten des Meeres zeigt. Das Wandgemälde ist ein Tetratychon. Jeder der vier Teile trägt einen Namen. Antu das Ende, Saman die Flut, dieser Mann die Ebbe und Dianto der Anfang. Ich habe die Aufzeichnung über einen wiederkehrenden Traum des Oberabtes gefunden. Darin vollführt ein seltsames Zeichen vor vier Feldern. Da nimmt er ein sterbähnliches Relikt aus einem Mechanismus und nutzt es, um durch die aus Wasser in einem ummauerten Bereich irgendwo außerhalb der Abtei zu gelangen. Wenn ich mich weiterhin als die Gezeitenbringerin ausgeben will und ohne Widerstand Zutritt zum Reliquiar erhalten will, muss ich zunächst vor Kaoto eine rituelle Rezeption ausführen. Kaoto hat mir geraten, die Wandmalerei. Ja, das ist derselbe Text. In das Reliquiar gelange ich nur mit Ondras Zeuge, einem Aspergill, das in einem Mechanismus im unteren Stockwerk der Abtei verbaut ist. Ich habe Aufzeichnungen über einen wiederkehrenden Ja. Steht auch hier.
They call out sometimes. Even the guards below think it strange. For Andra, most like. They surely long for her embrace. Sie rufen manchmal, selbst die Wachen unten halten es für seltsam. Nach Andra vermutlich. Sie sehen sich gewiss nach ihrer Umarmung. Hier ist noch ein Ausgang und hier führt's ins Reliquiar. Okay, da komme ich nur nicht rein. Nee. This is the record. Das sind die Aufzeichnungen. Yes. See that it is cast away with the others. Ja, sorge dafür, dass sie mit den anderen weggeworfen wird. So, gucken wir mal ganz genau. Hier liegt ein einzelnes Buch, was Dietrich hier sind. Abidons Hände, ausgewählte Korrespondenz vom Gabenbringerin. Rätselhafter Gott der Kälte. Die See und ihr Geliebter, Monster des Todesfeuers, Poesie aus Nasitak, eine Sammlung, okay. Der rukanische Kalender, die Monde von Eora, Gezeiten und Monde, ein Bericht eines Naturhistorikers. Und hier, Pilgerschaft der Gabenbringerin. Eine treue Gabenbringerin Ondras reist eine Straße entlang, als sie einem weinenden Mann begegnet, der ein Pergamentfetzen in den Händen hält. »Warum weinst du?« fragt die Gabenbringerin. »Ich habe hier einen Brief meiner Frau. Ich habe versucht, ihr ein guter Gemahl zu sein, aber sie schreibt, dass ich das nicht war. Sie ist fortgegangen, um einen besseren Mann zu finden. Dieser Brief ist alles, was mir jetzt noch von ihr bleibt.« »Dann gib mir den Brief«, sagt die Gabenbringerin. »Wenn du den Brief vergessen hast, kann deine Frau dir kein weiteres Leid bereiten.« Der Mann gibt ihr den Brief und stellt fest, dass seine Tränen getrocknet sind. Er dankt der Gabenbringerin und geht im Frieden mit sich und der Welt. Die Gabenbringerin geht weiter und denkt über die Geschichten des Mannes nach. Nach einem kurzen Wegstück aber trifft sie auf eine weinende Frau, die eine Perlenkette in den Händen hält. »Warum weinst du?« fragt die Gabenbringerin. »Ich habe hier eine Perlenkette, die das Lebensalter meiner Töchter zählte. Sie ist noch als Kind erkrankt und gestorben. Die Freuden eines vollen Lebens blieben ihr verwehrt und mir die Freuden einer Mutter. Diese Kette ist alles, was mir noch von ihr bleibt.« »Dann gib mir die Kette«, sagt die Gabenbringerin. »Wenn du die Kette vergessen hast, kann deine Tochter echte Ruhe finden.« Die alte Frau gibt ihr die Kette und stellt fest, dass ihre Trauer nicht mehr an ihrer Seele nagt. Sie dankt der Gabenbringerin und geht im Frieden mit sich und der Welt. Die Gabenbringerin denkt über den Schmerz der Frau nach und folgt der Straße bis zum Meer. In den Händen hält sie den Brief, das Spielzeug und die Kette. Welches Spielzeug? Perlenkette. Ja, und das Spiels und die Kette. Sie liegen leicht in ihren Händen, aber schwer in ihrem Herzen. Sie weint. Sie betet zu Andra, dass die Gegenstände vergessen werden können und wirft sie in das Wasser. Und doch weint die Gabenbringer noch lange, nachdem sie in die Wellen versunken sind. Gütige Andra, bitte die Gabenbringerin, in deinem Dienst habe ich Leinenden geholfen, ihre Sorgen zu vergessen. Doch obwohl ich sie an dich weitergab, spüre ich sie noch immer, als wären es die meinen. Wie kann das sein? Die Gabenbringerin lauscht der Weisheit der brechenden Wellen, bis die Erkenntnis erlangt. Die Sorgen anderer, die in der eigenen Seele zu spüren, ist selbst eine Last. Sie hat jedoch kein Symbol, das sie Andra überlassen kann, auf das dies es vortrage. Denn es sind nicht ihre Sorgen, die sie vergessen möchte. »Dann gebe ich mich selbst«, sagt die Gabenbringerin, »denn wenn ich erst in deinen Armen ruhe, kann keine Erinnerung mehr mich plagen.« Und damit rauscht die Welle heran und umarmt die Gabenbringerin, und als sie abebbt, ist sie fort. Ist das jetzt auch bei beiden? Ja. »Ich habe in der Bibliothek der Abtei ein Buch gefunden, die Bürgerschaft der Gabenbringerin. Es handelt von der Last, die Gabenbringerin schultern müssen. Die Lektionen darin könnten sich als wertvoll erweisen.« I'm here.
Du darfst eintreten, Gezeitenbringerin. Look there. Oh, was ist das? Intellekt plus 4. Ring der Zauberei. Was gibt ja im Augenblick den höchsten Intellekt? Einsiedler. Gut. Da sollte dir das jetzt den höchsten Intellekt geben. Ja. It's here. The salt well. Hier ist er, der Salzbrunnen. In dem Raum befindet sich ein Becken. Es ist klein, aber tief genug, dass du den Grund nicht sehen kannst. Die glasige Oberfläche sieht fast gefroren aus. Manea geht es ebenso. Sie steht wie angewurzelt da und starrt. You know, I thought it'd be bigger. Ich dachte, er wäre größer. Sieht jedenfalls tief aus. Und ich dachte, du würdest langsam mal hineintauchen. Worauf wartest du? Sieht jedenfalls tief aus. Giftbearers say the heaviest regrets and greatest sorrows get left here. So it better be. Gabenbringer sagen, dass die größte Reue und die schlimmste Trauer hier abgelegt werden, also will ich das hoffen. Sie blickt hinein. Worauf wartest du? Manea stößt ein frustriertes Geräusch aus. You know how when you've been thinking about something so long, you're worried that when you finally get it, it won't be what you expected. Kennst du das, wenn man sich etwas so lange vorstellt, dass man Angst hat, enttäuscht zu werden, wenn man es endlich bekommt? Sie zupft am einen ihrer Armreifen. I mean, for all we know, that thing's just filled with leeches. Ich meine, wer weiß, ob das Ding nicht einfach voller Blut ist. Du schindest Don't Zeit. Remind me. Sie seufzt, erinnere mich nicht daran. Du warst nie verantwortlich für das Massaker, an das du dich erinnerst. Lass deine Schuldgefühle los. Deine Erinnerung an das Massaker hat dich geformt. Wenn du sie ablegst, verändert dich das vielleicht mehr, als dir lieb ist. Erinnerungen sind eine Strafe für unsere Missetaten. Du hast nicht das Recht, das Massaker zu vergessen. Was, wenn deine Erinnerungen an das Massaker dich davon abgehalten haben, ein ähnliches Verbrechen zu begehen? Dein Leid hilft niemandem. Vergiss das Massaker, damit du Frieden finden kannst. Das Problem war nie deine Erinnerung, sondern der Teil deiner Seele, der dich dazu gebracht hat, deine Opfer zu massakrieren. Los oder lass es, aber entscheide dich. Nehmen wir mal wirklich die 4. Was, wenn deine Erinnerungen an das Massaker dich davon abgehalten haben, ein ähnliches Verbrechen zu begehen? That was my soul, but it wasn't me. I was a different person, shaped by a different past. Sie schließt die Augen. Das war meine Seele, aber sie war nicht ich. Ich war eine andere Person, von einer anderen Vergangenheit geformt. I don't think I could do anything so awful now. Ich glaube nicht, dass ich heute noch so etwas Grauenhaftes tun könnte. Ihre Hände sind vor ihren Fäusten geballt, in ihrem Gesicht steht Entschlossenheit geschrieben. Trotz allem klingt sie, als würde sie eine Frage stellen. Und diese Erinnerung hat dich geformt und dich Zurückhaltung gelehrt. Ohne sie hättest du vielleicht anders entschieden. Du hast einmal gesagt, dass du den Zorn spürst, der dein früheres Ich getrieben hat. Wie kannst du so sicher sein, dass du nicht zu ähnlicher Gewalt fähig bist? Nehmen wir die 1. Sie atmet lang und tief aus. I was afraid you'd say something like that. Ich hatte befürchtet, dass du so etwas sagst. Sie starrt mehrere Sekunden lang in den Brunnen. My parents always said that anything that seems too good to be true probably is. Meine Eltern haben immer gesagt, dass alles, was zu gut erscheint, um wahr zu sein, es wahrscheinlich auch ist. You spend so much time searching for a way to fix what's broken. You don't see that the fixing would only break something else. Man sucht so lange nach einem Weg, etwas zu reparieren, dass man nicht erkennt, dass die Reparatur etwas anderes kaputt machen würde. Sie tritt einen Stein in das Becken, er fällt hinein, ohne dass die Wasseroberfläche sich auch nur im geringsten kräuselt. Only one thing left to do. Es bleibt nur noch eines zu tun. Sie blickt zu dir zurück. Zuhören. Manea zieht ein zusammengerolltes Stoffbündel aus ihrem Rucksack. Du erinnerst dich daran, es schon früher gesehen zu haben. Sie durchtrennt die Lederkordel, die es zusammenhält, und faltet es auf. Es enthält eine Weinflasche. Took this from the Marchesos cellar the night I was awakened. One of the finest vintages there. Die habe ich in der Nacht meiner Erweckung aus dem Keller des Marchesos gestohlen. Einer der besten Jahrgänge dort. Been saving it to celebrate my new start. I think it's time to open it. Ich habe sie mir aufgehoben, um meinen Neuanfang zu feiern. Ich glaube, es ist an der Zeit, sie zu öffnen.